Herzlich willkommen am 3. Januar zum Finaltag der U9 und der U11 beim diesjährigen 14. Bauhaus Kids Cup in Mannheim. Kommen wir als erstes zu der U9 der Löwen Frankfurt und da haben wir heute gleich zu Beginn die Begegnung gegen die Gastgeber, die Maddox aus Mannheim. Eines der beiden letzten Gruppenspiele des heutigen Tages, bevor es dann nachher in die Platzierungsspiele geht. Hier sind die Löwen auf dem Weg zum Eis. War natürlich wieder früher Aufstehen angesagt, weil wir mussten ja auch erst wieder nach Mannheim fahren. Hier heute wieder im weißen Helm mit der Nummer 1 unser Finn. Hier geht mit der Nummer 44 unser Kian gerade aufs Eis und da ist mit der Nummer 9 unser Yelisey. Mit der 28, das müsste bei uns eigentlich der Elliot sein, der ja erst vor kurzer Zeit zu uns gestoßen ist. Die Reihen sind zum Vortag unverändert geblieben. Da hat der Trainer Tim Ansink keine Veränderungen vorgenommen. Die Kinder haben sich natürlich auch hier heute auf dem Eis warm gemacht, kurz bevor es losging. Das Eis war ganz frisch gemacht. Das hat dann für die Torhüter am Anfang noch ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Warum? Es war so glatt, dass sie mit ihren Schienen ziemlich gerutscht sind und ein bisschen verpasst haben, für sich das Eis ein wenig aufzurauen. Das Maskottchen lag natürlich wie immer oben auf dem Tor und bewachte den Ben und den Finn im Tor. Und wie gesagt, wenn die nicht performen, dann kommt er auch mal runter vom Tor. Kurze Besprechung noch, bevor es losging ins erste Spiel des heutigen Tages gegen die Maddox aus Mannheim. Um noch eine Chance aufs Finale zu haben, musste eigentlich ein Sieg in beiden Spielhälften gegen die Maddox her. Die haben am Tag zuvor auch schon den 4. Platz belegt. Da lagen wir schon auf Platz 3, angeführt wird die Tabelle von Hannover und dem Krefelder e.V. Wie gesagt, zwei Siege müssen her. Im ersten Spiel stand der Ben Salzmann im Tor. Da haben wir auch das umgesetzt, was der Trainer von uns sich gewünscht hat. Da kam am Schluss dann auch der passende Sieg raus. Und zwar sind wir am Schluss mit 5:2 siegreich gewesen gegen die Maddox, die verrückten Hunde aus Mannheim. Wie gesagt, nochmal kurze Besprechung für die zweite Hälfte und dann haben wir unsere Löwenschwäche wieder perfekt umgesetzt. Und zwar haben wir uns wieder auf unseren Lorbeeren aus dem ersten Spiel ausgeruht und das sollte sich am Schluss auch definitiv rächen. So, jetzt stand in der zweiten Hälfte wieder der Finn im Tor. Und der konnte sich über Beschäftigung auf jeden Fall nicht beklagen. Das Spiel war insgesamt sehr knapp, ging aber am Schluss auch 3:2 verloren. Mit dem Resultat, dass wir am Schluss nur im kleinen Finale spielen um Platz 3. Und zwar gegen die Maddox aus Mannheim. Kommen wir zur U11. Die hat ja am Tag zuvor an zwei Spielen nicht so performt, wie es gewünscht gewesen. Deswegen geht es ins Playdown-Halbfinale. Da werden die Plätze ausgespielt zwischen Platz 7 und 10. Es ging in der ersten Playdown-Runde gegen die Raptors aus dem Bergischen Land. Auch hier musste, wie bei der U9 zuvor, eigentlich ein Sieg her, um dann überhaupt noch eine Chance auf Platz 7 zu haben und nicht um den letzten Platz spielen zu müssen. Das haben die Kinder auch wirklich gut umgesetzt. Wie gesagt, auch hier die Reihen unverändert zum Vortag. Der Trainer Murat Pak hat hier also auch keine Veränderungen vorgenommen. Und so war es natürlich auch ein spannendes Spiel, was aber die Jungs gut im Griff hatten. Und im Tor wechselten sich wieder der Philipp und der Pascha ab. Die Bergisch-Gladbach Raptors hier im blauen Trikot, die Löwen in weiß. Hier beim Spiel der U11 wieder das gleiche Problem wie zu gestern auch schon. Nämlich die parallel stattfindenden Spiele machen es dann ein wenig schwierig, entsprechend das Ganze in Bild und Ton festzuhalten. Das bitte ich zu entschuldigen, deswegen haben wir von dem Spiel nicht ganz so viel Ausschnitte, die wir zeigen können. Aber vom Endergebnis kann ich das schon vorwegnehmen. Die Löwen haben deutlich gewonnen mit am Schluss 9:4, haben das auch gebührend gefeiert. Das haben sie sich auch verdient nach den zwei Schlappen, die sie am Vortag doch hinnehmen mussten. Anschließend natürlich das obligatorische Handshake. Eins möchten wir natürlich nicht vergessen. Es ist hier alles schön knapp zusammengeschnitten und das kommt Schlag auf Schlag
In der Realität zieht sich das dann doch ein bisschen wie Kaugummi, auch für die Eltern, die ja diesem Spiel teilnehmen wollen. Kommen wir nochmal zum Team der U9. Die hatte das letzte Spiel gegen den Tabellenführer, die Eishockeyspielgemeinschaft aus Hannover. Das ist eine Eishockeygemeinschaft aus den Hannover Indians und den Hannover Scorpions. Eine tolle Geschichte, um wirklich die Kräfte zu bündeln, die Eiszeiten effizient zu nutzen. Da haben sie sich in Hannover in jedem Fall was Tolles ausgedacht, haben auch zwei extrem gute Spieler dabei, die Nummer 17 und die 21, der eine in der ersten, der andere in der zweiten Reihe. Das hat uns echt zu schaffen gemacht und so ging dieses Spiel auch deutlich verloren mit 2:6. Da hatte der Finny in der ersten Hälfte noch nichts mehr zu tun, der kam erst wie die immer in der zweiten Hälfte aufs Eis, aber die Niederlage war schon deutlich und das setzte sich auch fort in der zweiten Spielhälfte. Von daher hat sich das bestätigt, was nach der Vorrunde schon klar war. Hannover auf 1 und da hat sich dann auch am Schluss fürs Finale erstmal nichts geändert. Und wie gesagt, hier nochmal eine deutliche Schlappe für unsere U9er mit 5:0. Wie gesagt, Veranstaltungsort haben wir gestern schon mal kurz vorgestellt, ist die Trainingshalle neben der SAP-Arena, wo einen Tag später auch das große Duell der Löwen Frankfurt gegen die Adler Mannheim stattfand. Und dann kommt natürlich wieder unsere U11 zum Spiel um Platz 7. Es geht gegen die Maddox, die verrückten Hunde aus Hanau. Wie gesagt, Reihen sind unverändert geblieben und die erste Reihe mit Daniel Bishop, mit Max Traut, dem Dianos Gacia und dem, wen haben wir vergessen? Einer fehlt uns noch in der ersten Reihe. Der Hannes Antmann ist es, genau. Wie konnten wir den vergessen? Am Anfang war das Spiel noch sehr ausgeglichen und dann konnten sich die Löwen aber Schritt für Schritt ein wenig absetzen, sodass wir nachher einen ungefährdeten Sieg nach Hause fahren konnten und uns dann auch mit Platz 7 noch zumindest ein wenig belohnt haben, auch wenn es für mehr sicher gereicht haben könnte, hätten wir diese beiden Spiele, insbesondere die zweite Hälfte gegen den MERC, nicht so deutlich verloren, weil auch im Tor haben sich wieder der Philipp abgelöst mit dem Pascha. Das konnte man auch an der Tordifferenz in der Tabelle ablesen. Wie gesagt, die beiden Torhüter waren trotzdem gut beschäftigt. Es waren auch sehr ausgeglichene Spiele, waren kaum Mannschaften dabei, die einen nicht gefordert haben. Und selbst dann gab es immer wieder Situationen, wo die Torhüter ihr Können unter Beweis stellen mussten. Die Schiedsrichterleistung am zweiten Tag war auch deutlich besser als am ersten Tag und insgesamt waren die Spiele alle doch sehr fair. Kurz vor Ende, dann konnten die Kinder runterzählen und fangen hier auch an, mit den Schlägern aufs Eis zu prügeln, um dann gleich ihren kleinen Triumph für Platz 7 feiern zu können. Wichtig immer, finde ich, am Schluss eines Tages, wenn man mit einem Sieg nach Hause geht, fühlt sich das immer besser an als mit einer Niederlage. Und dann nehmen wir auch lieber Platz 7 als 8, 9 oder 10. Wie gesagt, Ergebnis war am Schluss ein 6:3 Sieg gegen die Maddox. Die werden wir heute auch nochmal sehen, nämlich im Spiel um Platz 3 gegen unsere U9. Zwischendrin gab es nochmal frisches Eis für die Kinder, damit das hier auch wirklich Flair und Finalcharakter hat. Zwischendrin gab es nochmal ein paar Skill-Competitions. Dazu machen wir aber ein separates Video. Das wird hier einfach den Rahmen sprengen. Wie gesagt, Tribüne war gut gefüllt und so konnte es dann auch gleich losgehen mit dem Spiel der verrückten Hunde aus Mannheim, die auch Ausrichter dieses Turniers sind. Das haben sie wirklich gut gemacht. Herzlichen Dank und Glückwunsch nochmal an dieser Stelle von unserer Seite. Ansonsten haben sich die Kinder hier wieder wie üblich warm gemacht, kurz vorher nochmal besprochen. Hier sieht man mit der 23 auch unser Leon. Und dann gab es auch schon den ersten Puck des Matches. Und auch hier konnten wir Schritt für Schritt uns unseren Erfolg erarbeiten. Am Schluss muss man festhalten, dass der Vorsprung bzw. das Ergebnis ein wenig zu deutlich ausgefallen ist. Aber am Schluss gab es einen 9:3 Sieg gegen die Maddox. Ich weiß auch gar nicht, ob die uns nächstes Jahr nochmal einladen, jetzt wo sie gerade ihre beiden letzten Spiele in der U9 und U11 gegen die Löwen
leider verloren haben. Ich vermute, dass das ja auch einfach eine freundliche Geste als Gastgeber eines solchen Turniers ist, dann wenigstens die Gäste am Schluss auch dem Vorrang zu lassen. Aber wie gesagt, am Schluss haben wir uns den dritten Platz des Turniers damit gesichert und konnten uns dann später auch noch gemeinsam mit den Kindern das Finale anschauen, das Finale zwischen Hannover und Krefeld. Es gab zwischendrin mal wegen einer Strafe ein bisschen Diskussionen am Schiedsgericht, aber davon lassen wir uns auch nicht beeindrucken, genauso wenig wie der Finn, der genauso wie der Ben seine Sache im Tor ordentlich gemacht haben und dann darf man am Schluss auch feiern. Wie gesagt, aus meiner Warte das Ergebnis ein Tick zu deutlich, das 9:3, aber am Schluss zählen die Tore und die waren dann doch genauso verteilt zwischen den beiden Mannschaften auf dem Feld. Dann sind die Kinder zum Umziehen gegangen, es sind ein paar Sachen übrig geblieben in der Kabine, die wurden hoffentlich dann wieder aufgeteilt. Wie gesagt, am Schluss sieht man hier, dass sich genau das Ergebnis aus der Tabelle auch am Schluss in den Finalspielen so ergeben hat und Krefeld gewinnt am Schluss auch mit einem deutlichen 9:5 gegen Hannover. Das haben wir jetzt ein bisschen vorweggenommen, das Ergebnis. Das Spiel war wirklich gut. Man muss an der Stelle festhalten, dass die Krefelder einfach die bessere und die geschlossenere Mannschaftsleistung haben. Die waren auch ein bisschen näher dran. Die beiden Superspieler von Hannover, nämlich die 21, der Sohn des Trainers und der Nummer 17, die haben wirklich überragend gespielt, aber halt nicht mit dem Rest so harmoniert, beziehungsweise es haben sich alle in der Mannschaft von Hannover auf die beiden verlassen, dass die das Ding schon rocken werden. Das war dann nicht der Fall und so musste am Schluss Hannover sich geschlagen geben, hat aber auf der anderen Seite bei der U11 das Turnier gewonnen. Von daher ist ein bisschen Freud und Leid dann doch eng beisammen. Aber wie gesagt, die beiden, die 17 und 21, da bin ich mir sicher, von denen werden wir in Zukunft auch noch das ein oder andere hören, lesen und sehen, weil die waren wirklich super. Und eins muss man an dieser Stelle auch sagen, großes Kompliment an den Torhüter von Krefeld. Der war wirklich super, nicht nur in der Skills Competition, sondern logischerweise auch, wenn er wirklich hier im Tor steht. Da muss ich sagen, Hut ab, fand ich eine tolle Leistung, die er abgerufen hat. Das hat Spaß gemacht, da kann man sich kaum satt sehen. Ein geilen Fanghand-Safe hat er auch gehabt. Den hat er so souverän hochgefischt. Also großes Kino. Das hat viel Freude gemacht. Und die Krefelder haben einfach auch nicht locker gelassen. Auch unsere Jungs waren natürlich dabei und haben auch ein bisschen angefeuert. Die Tribüne war recht voll besetzt. Waren natürlich noch alle Eltern da. Es gab ja danach noch die Siegerehrung. Und hier ist der Sieger. Die U9 von Krefeld gewinnt den 14. Bauhaus Kids Cup. Und dann ging es auch schon zur Siegerehrung, die gemeinsam zwischen U11 und U9 auf dem Eis stattfand. Gab ein paar Sonderpreise aus dem Skills Competition, da haben die Löwen auch abgeräumt. Einmal einen dritten Platz und dann kam natürlich der Sieg bzw. der dritte Platz. Da konnten wir uns hier unsere Medaillen noch abholen. Als zweitbester Spieler des Turniers wurde auch ein U9-Spieler der Löwen ausgezeichnet, nämlich der Leon Jürs. Der holt sich hier gerade seinen eigenen Pokal ab. Und da großes Kino, der hat wirklich auch ein geiles Spiel gemacht oder geile Spiele, weil wir waren ja doch länger auf dem Eis als nur ein Spiel. Hier mit der Fahne, das ist unser Finny. Der ist dann mit seiner Truppe losgezogen, sich den Pokal und die Medaillen, die hart erarbeiteten, abzuholen. Insgesamt war es ein wirklich tolles Turnier, tolle Spiele, sehr fair, gab ein paar kleine Nicklichkeiten, aber die gehören auch dazu. Selbst die Eltern waren heute mal relativ entspannt. Das kann man ja auch hier und da auch mal anders erleben. Hier mit der 47 auch einer der Shooting Stars dieses Turniers, Stefan Hein, der hat auch ein geiles Spiel gemacht, genauso wie der Jelisee und natürlich alle Löwen, weil wer Löwe ist, der spielt eigentlich immer geil. So, und dann haben wir natürlich ganz am Schluss auch noch den Pokal bekommen. Den hat hier der Tim mal in die Kamera gehalten. Ihr seht jetzt nochmal ein Bild von Finn mit dem Pokal. Und dann kommen wir auch noch kurz zur Siegerehrung der U11. Da lief das Ganze genauso ab. Hier haben wir aber am Schluss noch ein wirklich tolles Mannschaftsfoto. Nicht nur hier bei der Medaillenübergabe. Der Max ist übrigens hier vorne der mit der Basecap, der hier auch nochmal kurz den Pokal hochhält. Das war's vom 14. Kids Cup in Mannheim. Vielen Dank und tschüss!